Und damit herzlich willkommen zu Let's Play mit Evil Dynasty. Ich könnte jetzt, habe ich jetzt schon noch ein bisschen Kalkstein? Ja, ich kann jetzt noch ein bisschen ausbauen. Also ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was offscreen weitergemacht, während ich ein ganz klein wenig Hausarbeit erledigt habe, wirklich nur ganz klein wenig. Wir haben ja noch ein Häuschen, was wir ein bisschen verbessern könnten. So ein kleines bisschen halt. Sehr schön. Ein bisschen mehr Isolierung schadet auf jeden Fall nicht. Vielleicht sollten wir auch das ein oder andere Haus im Allgemeinen mal verbessern. Zum Beispiel unser Haus. Ich glaube, meine Frau wird sich freuen, wenn sie nicht mehr im Kalten sein muss. Aber wenn ich mir das so anschaue, ist Rundholz ein bisschen knapp immer noch. Machen wir erstmal noch einen weiteren Bauhammer und dann brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr Holz. Und vielleicht kann ich auch das ein oder andere Stümpflein entfernen. Zum Beispiel da hinten. Da hinten ist ja ein ganz großer Kahlschlag. Den würde ich vielleicht gerne ein bisschen entfernen. Denn der macht mich irgendwie traurig. Ich dachte immer, man muss das stehen lassen, damit es nachwächst, aber dem ist nicht so. Also können wir es auch wegmachen. Hoffen wir einfach mal, dass es jetzt langsam nachlässt mit dem massiven Holzmangel. Und wir können dann auch in der dann tatsächlich die nächste Quest machen bald. Beziehungsweise Alvins Quest geht dann weiter. Ja, wenn ich dann kein Essen mehr habe, gehe ich einfach schlafen. Ah, da wird sie grau, interessant. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein paar Bretter. Wie viel habe ich jetzt? Wie viel? 17 Rundholz, damit muss ich ja arbeiten können eigentlich. Wenn ich da jetzt Bretter draus mache, dann kann ich auch bei uns das Dach erstmal austauschen. Ich muss ja nicht unbedingt alles wegmachen, also alles zu Bretter machen, aber ein bisschen was, damit ich ein bisschen mehr Platz habe im Inventar wieder. Ach komm, mach mal hier erstmal alles. Erstmal alles zu brettern. Brauche trotzdem noch ein bisschen Rundholz. Und wenn ich es jetzt nicht fertig mache, dann mache ich es im Frühjahr. Vielleicht warte ich auch noch bis zum Frühjahr und packe die Bretter jetzt erstmal so rein. Ich habe auch gar nicht geschaut, ob noch Bretter da waren. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich so ein bisschen was getan, wenigstens noch. Dann kann ich vielleicht im Frühjahr ein paar Häuser ein bisschen verbessern. Ich würde aber auch gerne mal den Lehmbewurf sehen. Und ich glaube, das nächste Haus, was ich baue, baue ich vielleicht mal aus Holz. Einfach nur, um zu schauen, was man da zum Beispiel aufbauen kann. Weil auf die Flechtsachen wird nämlich Lehmbewurf draufgehauen. Und den würde ich mir gerne mal anschauen. Wenigstens anschauen. Und bei den Brettern weiß ich halt nicht, wie man die verbessert. Ich habe ja ursprünglich gedacht, mit diesem Verbessern, weil es ja drei Stufen gibt, dass man erst diese Flechtwand baut, dann verstärkt man die mit Holz und dann baut man Steine rein. Aber das Spiel hat das ganz anders gelöst.
Ist aber auch okay. Ich glaube, wir gehen einfach mal ins Bett. Und morgen früh nehme ich meine ganz, das ganze Fleisch mit Soße mit und dann verkaufen wir erstmal. Und die Steinhacke verkaufe ich jetzt wahrscheinlich auch. Kalkstein ist wieder ein bisschen gekommen, das ist super. Gut. Die werde ich auch verkaufen. Bringt immer noch 90. Eisen ist eigentlich gar nichts wert. 43 Bretter, ja. Soll genug sein. Vielleicht muss ich doch nochmal ein weiteres Feld machen. Kann ich denn schon schlafen? Ja. Viel zu tun ist jetzt eigentlich nicht mehr. Was jetzt? Jemand treibt sich hier herum. Der Dieb wurde gefasst, als er versuchte, dich zu bestehlen. Er versucht, sich zu entschuldigen, dass er arm sei und so weiter. Jetzt liegt es an dir zu entscheiden, was mit ihm geschehen soll. Okay. Schneide ihm die Hände ab. Minus 10 Stimmung, minus 50 Dynastie-Reputation. Befehle jemanden, ihm die Hände abzuschneiden. Minus 20 Stimmen. Lass ihn frei und verbanne ihn. 1 bis 5% Typ Crafting. Lass ich ihn frei und verbanne ihn. Einige dieser Vorräte sind verschwunden. Du hättest ihm nicht trauen sollen. Zumindest wirst du von deinem Bewohner nicht als Tyrann angesehen. Okay. Das ist nicht... 2 Rundholz, du Schwein! Geht ihm hinterher und schneidet ihm die Hände ab. Und unsere Frau hat ihr Kind. Und wir müssen Steuern zahlen. Alvin kann man dann jetzt auch reden, oder? Ja. Sprechen wir erstmal mit Alvin, bevor wir die Steuern zahlen. Steuern zahlen ist das Wichtigste. Wenn man die Steuern nicht zahlt, muss man erstmal Zinsen zahlen und zweitens verliert man Dynastie-Reputation. Warum habe ich die Stöcke genommen? Egal. Also, eure Steuern solltet ihr zahlen. Das ist nicht gut, wenn ihr es nicht tut. War noch gerade Bären. So, ein bisschen sammeln wir erstmal, wenn ich brauche jetzt echt ein bisschen Geld. Ich habe die letzte Zeit sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Und da ich jetzt so viele Bären tragen kann, ist es auch gar nicht so tragisch, wenn ich ganz viele mitnehme. Das Fleisch mit Soße kann ich auch anders verkaufen. Hat sich dann übrigens auch sehr lang gezogen, bis ich das hatte. Also ich habe halt wirklich sehr viel angegeben, das gemacht werden soll. Das ist schon mal eine riesige Geldquelle hier. Ohne die Taschen wäre ich jetzt schon längst wieder überladen. Ein Glück haben wir die jetzt. Die Taschen sind, glaube ich, wirklich meine beste Investition, die ich überhaupt hatte. Okay, ich glaube, ich habe so ziemlich jetzt alles erwischt.
Wie viele Beeren habe ich denn jetzt? Unreife Beeren, 24 Kilo. Okay, zwei Leute mit Quest hier. Haben wir wieder einen, keinen mit Quest da oben. Das ist schon mal sehr schön. Wo ist der mit... da. Deine Quest würde ich gerne annehmen. Lass es eine leichte sein. Kann ich dir bei was helfen? Ja, okay. Sicher. Was muss ich dir bringen? Viermal Steinspeer. Muss ich erstmal schauen. Sollte aber auch nicht das Problem sein. Oh. Wir gehen dann erstmal zu Alvin und hoffen, dass wir gleich noch was für ihn erledigen können und dann verkaufen wir alles hier. Die ganzen Bären primär erstmal. Ich bin aber gespannt, wie viel Geld ich damit einmal machen kann. Langsam wird's eng. Ein, zwei Mal kann ich noch enden, aber dann Zimmer überladen. So, Zimmer tatsächlich überladen. Unreife Bären. 37 Kilo Bären. Ja, damit müsste ich arbeiten können. Ich überlege gerade, ob es vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn ich ihm die die Arme abgehackt hätte. War tatsächlich wirklich früher so, wenn du chronischer Lügner warst, dann wurde dir irgendwann die Zunge herausgeschnitten und wenn du ein Dieb warst, wurde dir tatsächlich die Hand abgeschnitten. Klingt vielleicht barbarisch, hat aber in gewisser Weise auch eine abschreckende Wirkung. Zumindest fällt dir das nächste Mal vielleicht ein bisschen schwerer, wenn du einmal erwischt wurdest. Wilderern wurden zum Beispiel Finger abgeschnitten. Nicht die ganze Hand, sondern da wurden wirklich einzelne Finger abgeschnitten. Auch im ersten Mal. Beim zweiten Mal, wenn du nicht gleich hingerichtet wurdest, dann wurde es hingerichtet. Alvin, ich bin bereit, deine Quest weiterzumachen. Ich darf jetzt wahrscheinlich richtig viel blechen, wegen den Feldern vor allem. Tausend. Ah, wir sind auf eine Siedlung aufgestiegen. Kann ich aber erst kurz handeln.
Mal gerade sagen, was ist das denn hier? Ein Brahmin? Zeig mir deine Ware. 1000 Münzen hast du, okay. Wie wär's denn mit diesen 700 Bären hier? Ist das nicht ein Geschäft? Ich habe immer noch nicht genug, sehe ich gerade. Das ist aber gar nicht schön. Alvin, gib mir Geld. Ich brauche ganz dringend Geld. Ach, der ist hier hinten. Hallo Jäger. Es ist an der Zeit unserer nächsten. Es ist an der Zeit für unseren nächsten Wettkampf. Wir werden nicht mehr das Zielschießen teilen. Das ist ein Spiel für Kinder. Oh, woher kommt die Veränderung? Sambo selbst hat mir was gebildet. Ich jage schon seit langer Zeit wild. Du hast sicher einiges an Vertrauen dazu gewonnen. Ich habe einmal einen Bären erlegt. Ich habe keine Angst mehr. Ein Bären? Oh, was du nicht sagst. Ich habe 9 Stunden gebraucht. Sie sind nicht nur schwer zu töten, sie sind auch schwer zu finden. Glaubst du, könntest das besser? Ich weiß, ich kann es versuchen. Gut, du hast 8 Stunden. Töte in dieser Zeit einen Bären. Und ich gebe zu, dass du der beste Jäger bist, den es gibt. So gut sich das anhört, bevorzuge ich doch etwas mehr von Wert. Es funktioniert in beide Richtungen. Wenn du scheiterst, behalte ich deine 200 Münzen. Zahlung voraus. Falls du nicht zurückkommst. Es ist gut zu wissen, dass du dir Sorgen um mich machst, mein Freund. Was ist, wenn ich es rechtzeitig schaffe? Ich werde dir meinen Bogen geben. Das klingt verlockend. Abgemacht? Okay, abgemacht. Gut. Und? Kannst du mich zum Bären führen? Du kannst es in den Osten versuchen. Sie lassen sich gerne in Höhlen und in der Nähe von Stausee nieder. Danke dir, ich bin unterwegs. Was machst du hier? Okay, da kann ich ja zu meinem Grabungsschuppen da unten rennen. Aber erstmal. Ne, ich renne mal kurz zu meinem Grabungsschuppen und hol da noch ein bisschen Essen. Ich muss aber die Steinhacke loswerden. Da war doch irgendwo noch ein Händler. Macht Platz, Gänse! Ich habe euch getreten, das habt ihr davon. Zeig mir deine Ware. Du unheimliche Frau. Erstmal den Speer brauchen wir nicht mehr. Die Steinhacke ist eigentlich auch nur noch Kacke, weil sie ziemlich kaputt ist. Aber sie hat noch ein bisschen Geld gebracht. Was hast du für eine Quest? Vielleicht kann ich. Bring mal einen Holzspeer, pass auf. Nee, kann ich dir was helfen? Kannst du mir helfen, ein Problem zu lösen? Kurz als Überpopulation. Ja, klar, die werden sie jagen. Ach, Grabungsschuppen. Ja. Hirsche. Eine Spitzhacke gibt's dafür. Fällt mir erstmal den Bären. Dann kommen wir mit unseren Gütern nochmal her, zahlen Steuern. War schon schwer verletzt. Lauf nicht weg, ich bin ein Freund. Brauch schon fast einen neuen Langbogen. Den Bären sollte man relativ schnell haben. Mehr in die Richtung. Und die Rehe knallen wir einfach so nebenbei über den Haufen.
Viecher rennen ja echt überall rum. Ist eigentlich fast unmöglich, keine zu finden. Vor allem, weil ich sie auch direkt vor der Haustür habe. Kann ich ja eigentlich auch? Ich habe doch eine Spitzhacke auf der 7. Jetzt will ich wissen, was kommt da raus? Ganz normal Zeug oder kommt hier Kalkstein raus? Hier kommt tatsächlich dieser Kalkstein raus. Ne, das war breitwegig, das war Stein. Ah. Dann weiß ich das jetzt auch. War ich noch welcher? Wo ist der andere Stein hin? Ach, da unten. Okay. Ich erstmal was trinken. Ja, ich weiß, das kostet jetzt alles Zeit, aber der Bär läuft mir tatsächlich nicht wirklich davon. Bin mir ziemlich sicher, dass ich da unten einen finde. Wenn er die Greifanimation macht, scheint es schneller zu gehen. Oder ist einfach nur dieser Axtbug wieder jetzt? Ist gut, wenn man das weiß. Okay, hier laufe ich richtig. Hier laufe ich falsch, also weiter hier lang. Am Wasser entlang. Bisschen langsamer. Ich habe wenigstens noch eine Chance, von den Bären wegzulaufen. Wenn er sich nämlich entschließt, sich mit mir anzulegen. Okay. Kein Bär? Erstmal alles mitnehmen hier. Meint ihr, ein Bär ist hier drin? Kein Bär. Sieht auch nicht nach Bär aus. Das wird so typisch. Die ganze Zeit wirst du hier von Bären gequält und kaum. Heißt es, du musst einen erlegen? Keine Bären mehr. Die sind ausgestorben. Bären sind ein Gerücht. Ach, Mist. Ich habe jetzt echt gedacht, oh, das sollte gar kein Problem sein, denn der ist garantiert hier, aber nein. Nein, nein, nein. Ich esse meine Suppe nicht. Okay, dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir die Steuern bezahlen, weil das ist tatsächlich wichtig.
Meine Katze spinnt ein bisschen wieder. Ah, ich habe ja noch einen Spot, wo es Bären gibt. Eigentlich noch zwei. Genau, hier muss ich langlaufen. Dann gucke ich mal, was der andere Fuzzi da von uns will. Vielleicht sind die Bären aber auch verschwunden, weil ich da einen Grabungsschuppen gebaut habe. Dann habe ich tatsächlich aus zwei Gründen gebaut. Auch damit ich nicht immer die Bären suchen muss. Und jetzt, was passiert? Ich suche Bären. Überall Speere von mir rum. Ah, ein bisschen Platz habe ich noch. So. Oh Mist, ich bin überladen. So, wo ist der hingerannt? Muss irgendwo da sein, vielleicht kann ich ja gleich was für ihn erledigen. Irgendwo hier muss der sein. Ja, noch ein Stück weiter anscheinend. Ah, da ist er. Alaric. Und da hinten ist Stock. Mein anderer Freund. Kann ich dir was helfen? Herr Gemein, wir brauchen deine Hilfe. Letzte Nacht war ein schrecklicher Sturm, der uns ausgestattet. Kannst du uns bitte helfen, Ressourcen zu sammeln, das Haus wieder aufzubauen? Okay, was brauchst du dafür? Lehmbewurf habe ich nicht. Kann ich ja schon mal. Gut, so habe ich auch wieder Platz. Danke. Lehmbewurf kann ich nicht herstellen. Das ist ganz beschissen, dass du das willst. Ach Mist, ich sollte aufhören, mich zu überladen. Das mit dem Bären werde ich wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen innerhalb der 8 Stunden. Ich weiß nicht, wie viel vom Tag jetzt schon vergangen ist. Man sieht auch die Anzeige nicht mehr so richtig. Da oben. Oh, da waren sogar noch Bären übrig. So. Ja, 11 Steine
Merkt man wahrscheinlich auch vom Gewicht her. Hier man sieht, ich habe ein bisschen Fleisch gemacht, auf jeden Fall. Und wo haben wir das Fleisch mit Soße? Da. Ist auch ein bisschen mehr wert. Sollte reichen. Irgendwo hier unten gab es noch Bären. Ja, irgendwie so in der Drehe hier war der doch. Glaube ich. Ich gucke dann gleich mal auf der Karte, wenn ich drüben bin. Ich vertrödel zu viel Zeit. Ich merke schon. Ich hätte aber das mit den Bären schon längst erledigt, dann hätte ich jetzt, würde ich jetzt direkt zurücklaufen und alles verkaufen, was ich irgendwie habe. Ich laufe absolut falsch anscheinend. Ich muss eher da runterlaufen. Warte mal, wo genau muss ich eigentlich hin? Na, ein Glück habe ich die Karte. Hatte. Da. Unter Lesnica. Ja, so in etwa müsste ich passen. Da unten gibt's Bären. Das war wichtig. Es war alt und krank. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Die Rehe kann ich auch später noch machen. Muss ich da drüber? Ah ja, da muss ich erst drüber, okay. Hier hinten laufe ich nicht so oft rum, hier kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Da ist die Ortschaft, okay. Hier in etwa soll es Bären geben. Hoffen wir mal, dass es welche gibt. Hier ist ein Fuchs. Bären nehme ich jetzt keine mit. Hier ist ein Hirsch, den lasse ich jetzt aber auch am Leben. Da. Ich habe ihn zwar noch nicht zuerst gesehen, hatte dann den anderen da, aber ist okay. Jetzt laufen wir nicht weg! Au. Böser Bär. Der hat so ein großes Gesicht und ich treff's nicht.
Okay. Ich bin ganz furchtbar eingeklemmt. Was kann ich denn schnell wegschmeißen? Wisst ihr was? Perfekt. Verkaufen wir schnell und dann zahlen wir noch schnell Steuern. Also müsste gerade so hinhauen in etwa. Wie spät haben wir es denn? 19.27 Uhr, das passt noch. Ist noch nicht so spät. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir hier runtergelaufen sind? Unsere erste Quest angenommen haben. Und ein Haus gebaut, also einen Platz für ein Haus gesucht haben und dann ein Haus gebaut haben. Und wie heilfroh ich war, hey, ich hab's geschafft, am ersten Tag mein Haus zu bauen. Ja, und jetzt kann ich rein theoretisch 2, 3 Häuser bauen, wenn ich es drauf anlege, am Tag.